Wisst ihr noch früher, wo man noch konnte reisen? Damals. Ist noch geil, he? Wir Schweizer, wir vermissen es am meisten. Reisen und so. Wir brauchen es am meisten. Ich weiß, Schweizer, die sind überall. Überall, wo ich hergereist bin, habe ich es immer gehört. Ich so, oh fuck, ah oh, scheiße, Schweizer, ah oh, fuck. Scheiße. Sie sind überall. Wir lieben reisen. Aber nicht nur zum sehen, was die anderen so, also, oh, was für Kulturen und wie es aussieht und so. Nein. Wir reisen nur, also vor allem, um zu schauen, ob es uns wirklich besser geht als allen anderen. Darum reisen wir. Wir gehen nur schauen, so, nach einer Woche, schauen wir nur noch so, ich bin dankbar, dass ich in der Schweiz lebe. Also, ich habe genug gesehen. Gehen wir zurück, sind dankbar zwei Wochen lang und dann wieder deprimiert. Dann wieder Scheiße. Oh nein. Darum reisen wir. Darum reisen wir so viel. Darum müssen wir die ganze Zeit reisen. Wir lieben es. Wir haben es auch gemacht, ein bisschen mit dem Kiko. Das letzte Mal 2018 bin ich nach Burundi und Hongkong. Und wir sind auf Hongkong gegangen, weil wir wollten eine Woche lang in Hongkong sein, Kiko und ich, und dann von dieser Woche erzählen. Aber es ist nicht so nach Plan gelaufen, wie wir es wollten. Weil es hat einfach. Es hat alles schon am Flughafen angefangen mit mir. Weil ich bin einfach ein spezieller Mensch, ich verwirre mich schnell und ich träume sehr schnell. Und ich bin ein Tagträumer. Und am Gate hat es schon angefangen. Weißt du, wenn du am Gate bist und rumschaust und wartest, dann schaust du einfach all die Leute, weißt, und fragst dich, ja, wo geht der her? Wo kommt er? Wo kommt sie? Wo geht sie her? Und dann siehst du plötzlich eine an deinem eigenen Gate. Also ich habe eine gesehen an meinem eigenen Gate. Und ich habe mich verliebt. Ohne Scheiß. Ich war noch Single dann. Ich war so. Einfach. Das ist so flirty. So flirty. Ich schaue einfach, bis sie schaut. Weil sie war auf ihrem iPad und hat irgendetwas gemacht auf meinem iPad und ich habe einfach gewartet. Ich habe so angeschaut und ich habe gewartet, bis unser Blick kreuzt, aber es ist nie etwas passiert. Ich habe einfach geschaut. Und ich habe mich schon vorbereitet, weißt, so, falls sie mal aufschaut, weißt, dass ich dann plötzlich noch so da gebe, weißt du, oder? Aber sie hat nie geschaut. Aber ich habe so eine Energie gespürt, so zu uns, indirekt, ich weiß nicht. Und ich habe dann auch gesehen, sie ist dann auch vor mir, Priority Access hat sie gehabt, kennt ihr die, wo einfach vor dir in Flüge reinkommen. Sie ist vor mir die Flügerin, ich bin später rein. Aber ich habe gewusst, dass sie mich bemerken muss. Weil ich bin so gross und ich tue nie Notausgangssitz. Also, ich tue es nie reservieren. Das ist 80 Franken und ich komme sowieso nicht in einen normalen Sitz rein. Weil wenn ich absitze in einem normalen Flüger, also im normalen Sitz von der Swiss, dann passiert das. Ich komme hinten an mit dem Arsch und vorne mit den Knien an. Und ich komme nicht mal bis zum Sitz runter. Und das ist genau das, was passiert ist, als ich eingestiegen bin. Ich bin reingelaufen, sie schauen meinen Sitzplatz an, sagen, ui, das wird das Problem, der hat gar keinen Notausgangssitz. Und ich so, ja, was werden sie jetzt machen? Und dann haben sie mich eskortiert, haben sie mir gezeigt. So. Und ich habe gehofft, dass sie das sehen, weißt, dass sie den ganzen Aufwand bemerkt, weißt, dass ich eskortiert werde von Stewardessen. Und dann habe ich mir auch Nummern gemerkt. D3, ganz vorne, First Class. Also. Das war eine rich bitch. Aber ich bin auch nicht weit hingegangen, weil gerade hinter der First Class ist der Notausgang, also der Notausgangssitz. Also ich bin gerade hingegangen, dort
gerade hinter der First Class und habe weiter geschaut. Ich habe weiter gehofft. Ich habe Hoffnung gestirbt als Letztes. Ich habe einfach geschaut. Ich habe gehofft, dass sie hinterher schaut. Keine Ahnung, so irgendwie das Haar so macht und dann hinterher schaut. Ich weiß nicht. Ich habe gehofft. Aber es ist nichts passiert. Sogar in der Luft nach, in der Luft ist das Schlimmste passiert. Ist eine Stewardess gekommen, hat dann den Vorhang gezogen. Weißt, sie ziehen immer so voll arrogant. Weißt, so, wir machen jetzt Party ohne euch weiter. Ich hasse das, wenn sie den Vorhang ziehen. Was passiert da hinten? Habe ich mich gefragt. Ich so, was? Oh mein Gott, machen sie eine Party? Und ich war stressen. Ich habe nicht gewusst, was passiert. Da habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt rüber und sprich sie an. Im Flüger. Dann bin ich aufgestanden. Und sie war dort vorne. Ich komme rein in die Welt von First Class. Oh, sie hat echt das Besteck. Und richtige Nahrung. Weißt du, nicht so ein Sandwich, wo die Serviette mehr Nährstoff hat als das Brot selber. Egal. Ich bin dann zu ihr gelaufen, ich habe sie gesehen. Ich so, ah, oh, okay. Beim D3. Und dann habe ich gesehen, okay, sie schaut den Film. Sie hat Avengers geschaut. Und dann dachte ich, okay, ich habe ihn auch gesehen, also ich könnte ja gut von dem reden. Dann, Avengers, hä? Habe ich vorhin gesehen. Dann schaue ich sie an, sie hat Kopfhörer drin. Und genau in dem Moment kommt das Wägeli, die Stewardess mit dem Wägeli kommt durch und die steht auf. Und das Erste, was sie sieht, meine Eier. Und ich bin dann wirklich, ja, mich so, das ist das Erste, was sie gesehen hat. So, weil das Wägeli hat müssen durchlaufen. Und sie hat mich dann, sie haben dann herausgefunden, also Stewardess haben dann herausgefunden, dass ich kein First Class bin. Hat er gewusst, dass du als Economy, also Economy, kann nicht in der First Class chillen. Also ich bin raus eskortiert worden. Ich fast noch eine sexuelle Belästigung kassiert. Aber es ist nichts passiert. Ich war einfach zerstört. Ich bin dann wieder zurück zu meinem Platz. Traurig. Das Herz war gebrochen. Und dann dachte ich, okay, schau jetzt etwas zu mir aufmuntern. Habe ich gesucht. Ich finde dann, Musical. Also ein Musical. Habe ich angefangen. Kennt ihr Les Miserables? Les Miserables ist so ein Musical mit Hugh Jackman. Mit krassen, guten Schauspielern. Und ich dachte, okay, das Musical, der Hugh Jackman, Wolverine, am Singen, das kann ja nur mal lustig sein. Er ist am Singen. Und ich bin, es ist so schön gewesen, der Film. Und es ist wichtig, zu sagen, ich habe ein Problem, wenn ich Filme schaue. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also, wenn es ein trauriger Film ist, dann nimmt es mich mit. Dann nimmt es mich mit, aber der richtig. Und ich habe es dann auch gemerkt, dass der Les Miserables auch so ein Film wird sein. So, ich bin auch schon zu tief drin gewesen, ich habe schon zu viel gesehen vom Film, dass ich einfach aufhöre. Ich habe gemerkt, okay, nein, der Film wird jetzt. Okay, der Film wird jetzt traurig. Oh. Und das Problem ist, wenn ich heule, es ist nicht so ein männliches Heulen wie jeder andere. Weißt du, andere Männer die heulen einfach so. Bei mir ist es mehr so. Und da, ich versuche es da zurückzuhaben. Okay, das ist schlimm. Ich konnte es nicht zurückhalten. Es ist so traurig geworden, der Film. Zum Glück waren dennoch Leute am Pennen. Aber es ist immer wieder trauriger geworden. Der Film geht fast 3 Stunden lang. Am Ende ist es das Traurigste vom Traurigsten. Ich will nicht spoilern, aber ich bin auch nur noch. Und genau dann stehen alle auf, weißt du, sie kommen so mit, sie haben das Licht angelassen, das Essen ist gekommen und alle sind wach gewesen und ich dort in der Mitte. Wie könnt ihr noch mal essen? Die Hugh Jackman ist so ein guter Mensch, oh mein Gott, er hat mich so gut. Egal, ich habe mich einfach miserabel gefühlt, okay? Am Ende, ich bin in Hongkong angekommen, ich habe mich, es war der schlimmste Flug von meinem Leben. Ich
Ich habe es gehasst. Mir war schlecht sogar. Fast mit so kotzen. Aber ich wusste, ich habe noch Zeit, weil ich bin ein Heimkotzer. Ja, weil ich habe so einen langen Darmsystem. Ich kann immer ausrechnen, so, oh, ich muss kotzen. Aber dann habe ich immer so eineinhalb Stunden Zeit, bis ich alles, ich habe sogar alles vorbereitet und dann timen und dann, perfekt, wenn man gross ist. Aber wir müssen zuerst Airbnb müssen finden in Hongkong. Und der Kiko ist ein 30-jähriger Mann, der meint, er ist besser als jedes GPS oder Google Maps. Er sagt, nein, ich bin schon 20 Mal da gewesen, weißt, ich weiß, wo das Airbnb ist. Ist jemand da? Wir haben es nie gefunden. Wir sind, ich habe Leute fragen. Ich habe einen Hongkongese oder einen Chines gefragt. Ich so, hey, sorry, do you know where Glen Allen is? Glen Allen? Und er schaut mich so an. Glen Allen? You tall? Und ich so, yeah, I'm tall. You play basketball? So, nein, ich wollte Glen Allen. Where is Glen Allen? Oh, you play basketball? You play basketball? No, I don't play basketball. No! Why you don't play basketball? You're so tall! Dann ich mir, okay, mit dem kann ich nicht reden. Bin ich zum Nächsten. Ich dachte, okay, wenigstens ein Europäer. Habe ich einen Europäer, also hat ausgesehen wie ein Europäer. Habe ich ihn gefragt, hey, sorry, do you know where Glen Allen is? Glen Allen. Und er schaut mich genau gleich an. Glen Allen! Italien was? Was? Italien, right? Wieder ein Chines und dann der Kiko so. Gabi, hast du nicht verstanden, oder was? Ich so, nein, das ist ein Chines. Er so, nein. Er hat gesagt, die zweite links und dann rechts. Ist ein Thurgauer gewesen. Er hat gemeint, ich kann Chinesisch. Echt, wenn du überlegst. Chinesen hat es im Thurgau am einfachsten. Es tönt fast gleich. Thurgau, weißt du, VfL, ich weiß nicht, aber es wäre wie einfacher, habe ich das Gefühl für sie, dort auf Schweizerdeutsch zu reden. Wir sind dann im Airbnb angekommen und ich habe dann auch endlich gekotzt. Ich habe gekotzt und dann war mir die ganze Woche schlecht gewesen. Ich habe das Gefühl, dass ich damals schon den Covid-18 hatte, weißt du, so der vorherige Corona. Ich weiß nicht, es ist keine Ahnung, es ist so eine Überlegung, weil es waren die gleichen Symptome gewesen. Es waren die gleichen Symptome, weil, wenn ich es gehört habe, ich dachte, das war es, was ich hatte. Merci vielmals, mein Name ist Gabilano. Ade, danke! Wie groß ist der? Das war der Gabilano, ich muss nicht viel dazu sagen. Google Gabilano, Insta, Facebook, ihr seht tausende von Videos, Online-Talent, Talent auf der Bühne. Grossartig.